Worms in Rheinland-Pfalz. Auf einem Parkplatz in der Innenstadt führen die Kommissare Simon Resch und Christian Plötz mit Kollegen eine Poser- und Tuningkontrolle durch. Wir haben uns für eine stationäre Kontrollstelle entschieden, haben auch 3 Motorradfahrer im Dienst, die uns dann quasi die Fahrzeuge hier auf den Parkplatz bringen. Und ja, sobald die Fahrzeuge dann hier auf dem Parkplatz sind, starten wir die Kontrolle. Das erste Fahrzeug kommt in die Kontrollstelle. Guten Tag, die Polizei. Eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Tuning und Posing. Hätten Sie gerade mal Führerschein und Fahrzeugschein für mich? Wenn das Fahrzeug in die Kontrollstelle kommt, bitten wir halt nach der Zulassungsbescheinigung und des Führerscheins. Überprüfen halt, ob die Fahrerlaubnisklasse vorliegt und was für Eintragungen im Fahrzeugschein selbst vorhanden sind. Dankeschön. Hätten Sie eventuell noch einen normalen Ausweis für mich, weil das ja in den griechischen Buchstaben geschrieben ist? Dankeschön. Dann nehmen Sie gerade noch mal einen kleinen Moment Platz. Ich schaue mir erstmal die Unterlagen an und dann komme ich gleich wieder zu Ihnen. Ich checke jetzt erstmal die allgemeinen Sachen, also ob das Kennzeichen, was am Fahrzeug ist, auch mit der Zulassungsbescheinigung Teil 1 übereinstimmt. Dann ist hier eine Reifengröße eingetragen, das werde ich jetzt auch gleich kontrollieren, ob die Reifengröße passen, wie sie eingetragen sind. Ich werde natürlich die Fahrerlaubnis kontrollieren, ob der Fahrzeugführer überhaupt einen Pkw führen darf. Dafür brauche ich die Klasse B. Und dann schaue ich mal, ob wir irgendwelche baulichen Veränderungen am Fahrzeug feststellen können. Die Vignette, also die Plakette hin und vorne, die sehen irgendwie ganz komisch aus. Aber können wir gleich mal gucken. Hier steht schon mal was mit dem Fahrwerk drin, Rad-Reifen-Kombination. Also eigentlich haben wir hier Fahrwerk mit Drittanbieterfelgen, was zumindest eingetragen ist. Ob das gleich am Fahrzeug ist, schauen wir. Frontspoiler schauen wir auch gleich mal nach. Wer Um- und Ausbauten an seinem Auto vornimmt, muss die Änderungen von einem TÜV-Prüfer abnehmen lassen. Außerdem müssen alle Umbauten im Fahrzeugschein vermerkt sein. 225er Reifen, 40 R18. 225, 40 R18? Ja. Ja, passt. Gut. Leichtmetallfelgen stand auch drauf, ne? Ja. Steht da eine KBA-Nummer dabei? Weil hier steht eine. Nee. Nee? Was steht dabei? Einpresstiefe und sowas? Einpresstiefe ist die 30,5 Julius 18 Heinrich 2. Kleiner Moment. Einpresstiefe heißt, je nachdem, welche Zahl da steht, geht die Felge ein bisschen weiter raus, also vom Fahrzeug weg, oder ein bisschen weiter rein. Ist jetzt hier augenscheinlich nicht der Fall. Aber wir müssen trotzdem gucken, ob es dann abgenommen ist in der Kombination oder nicht. So, dann schauen wir mal weiter. Das ist vorne brutal gefuscht. Hast du gesehen, da hat über die Scheinwerfer drüber lackiert. Können Sie mal die Motorhaube aufmachen? Steigen Sie ruhig mal auf und machen aus und machen Sie hoch. Und das flackert halt so, weil es halt ganz schlechte Bierenger sind. Haben Sie das Standlicht verändert? Nein, ich habe so gekauft. So gekauft? Okay. Machen Sie mal das Licht an. So. Gerade eben als das Abblendlicht sichert, oder? Flackert so. Ja, aber das ist technischer Defekt. Wir machen normalen Mängler-Licht, technische Einrichtung. Ja, genau. Was hat er noch? Hinten der Spoiler, noch, genau. Steht da eine Nummer dabei? Ja. Die sind poliert? Ja. Hinten am Heckspoiler. Das Hersteller RDX. Ja. Typ RDH Friedrich Ulrich 03-37. Das passt? Ja. Also das. Sicher das da. Der Heckspoiler ist auch das eingetragen. Ist der. Komisch. Ich habe mit Hochdrucker. Hochdruckreiniger. Ja. Schlecht. Dann machen wir gleich mal eine Abfrage. Ich kann sogar mein Handy mal machen. Genau, nicht, dass die Dinger da einfach ausgedruckt worden sind und draufgeklebt worden sind. Ja, wir überprüfen das. Alles gut. Machen Sie mal die Scheibe runter. Gut, stopp. Wann ich mache die ganz unten dann. Das haben Sie foliert, gell? Ich weiß nicht, so gekauft. Das haben Sie foliert, weil hier ist ein freier Streifen, das heißt, hier ist Folie drauf.
die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben, die dürfen getönt werden, also getönt sein. Dennoch, wenn die jetzt mit einer Folie überklebt worden sind, braucht man für diese Folie eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die sucht der Herr gerade und wir suchen quasi das Prüfzeichen auf dieser Folie jetzt, weil alle Elemente, wo die Folie drauf ist, muss das Prüfzeichen zu erkennen sein. Haben Sie was? Das sieht gut aus. Sagen Sie mal, was das ist. Auf der Hexwolle war eingetragen, gell? Ja. Gut, dann können wir davon ausgehen, dass er abgenommen ist. Das waren die Fahrwerksfedern, das haben wir auch schon überprüft. Die Dokumente, die mir gerade ausgehändigt worden sind, sind jetzt für uns nicht mehr relevant, weil es im Fahrzeugschein schon eingetragen ist. Wenn Sie nichts für diese Folien jetzt haben, müssten Sie sie jetzt abmachen. Weil da ist kein Prüfzeichen drauf. Keine? Nein. Also wenn Sie wollen, können Sie schon mal damit anfangen. Die Folie abmachen. So, meine Unterlagen haben Sie ja zu der Folie auch nicht. So brauchen eine Stunde. Ja, Sie haben die Möglichkeit, entweder das jetzt hier vor Ort abzumachen oder wir schreiben den Mängelbericht und dann zeigen Sie es hier auf der Polizei wieder vor, wenn Sie es dann zu Hause gemacht haben, wie Sie wollen. Wenn ich mache die ab, dann komme ich hier Polizei. Genau. Okay, dann Polizei kommen mit der Kuckuck. Okay, dann schreiben wir das auf. Ja. Wer sein Fahrzeug illegal umrüstet, riskiert ein Bußgeld und den Führerscheinentzug. Wie hoch die Strafe ausfällt, hängt vom Grad der Verkehrsgefährdung ab. Jetzt können Sie wieder zumachen. Schreibst du das mit den Lichtern, dann schreiben wir das mit den Lichtern. Vorne Standlicht. Mit der Folie und hinten das Teil, das hat ein Materialgutachten, das muss er halt auch abmachen. Ja. Sie werden von der Zulassungsstelle Worms nochmal Post bekommen, mit der Bitte, die Mängel, die wir angesprochen haben, also einmal hier die Folie ab. Ja. Für das Ding, das müssen Sie mal überprüfen lassen, ob das überhaupt zulässig ist oder Sie machen es ab, genau. Und bringen vorne Ihre Lampen in Ordnung, Ihre Leuchten. Da werden Sie nochmal von der Zulassungsstelle angeschrieben und aufgefordert, das Fahrzeug dann in einem verkehrssicheren Zustand vorzuzeigen. Das haben Sie auch soweit verstanden? Ja. Dann nehmen Sie gerade nochmal einen kleinen Moment Platz, bis wir das Ganze geschrieben haben. Die beiden erstellen einen Mängelbericht und schreiben eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Den Fahrer erwartet ein Verwarngeld von 55 Euro. So, das sind Ihre Daten. Das ist hier der Kontrollort, das ist Ihr Fahrzeug, Uhrzeit. Dann Sie sind Betroffener einer Ordnungswidrigkeit. Sie müssen dazu keinerlei Angaben machen und können sich einen Rechtsanwalt suchen. Okay? Sie können jetzt vor Ort den Verstoß zugeben, müssen dies aber jetzt nicht. Sie können dann hier ankreuzen, die Belehrung. Also, dass Sie keine Angaben machen müssen. Haben Sie verstanden? Hier? Nicht. Haben Sie nicht verstanden? Die Berechnung, was ich das Belehrung. 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 Dass Sie hier keine Angaben machen müssen gegenüber mir. Keine Angaben. Sie müssen mir nicht sagen, dass Sie den Verstoß begangen haben. Verstehen Sie nicht? Nein. Kritische Übersetzung. Dann schreiben wir bei Bemerkungen dazu, dass eine Verständigung halt nicht möglich war und geben das so an die Bußgeldstelle ab. Möchten Sie den Verstoß zugeben? Warte, ich anrufe meinen Cousin, aber ich erreiche dann, er zu mir machen. Ja, mir war das anders so. Ich schreibe einfach drauf, dass Sie das nicht verstanden haben und gern sich in Griechisch dazu äußern müssen. Okay? Türkisch besser. Türkisch, okay. Belehrung nicht verstanden. Okay? Okay. Gut. Dann ist das abgeschlossen, das schicken wir zur Bußgeldstelle. Zur Stadtverwaltung, genau. Und Sie fahren dann mit dem Fahrzeug mit den entfernten Folien und wahrscheinlich mit dem entfernten. Okay, dann ich mache die ab, dann ich gehe da. Genau. Okay. Okay, noch Fragen? Nein. Gut, alles klar, dann einen schönen Tag. Ebenso, ciao. Ciao. Der Mann hat eine Woche Zeit, um die Mängel zu beheben und den Wagen erneut der Polizei vorzuführen. Tut er das nicht, muss er mit einem weiteren Bußgeldverfahren rechnen. Wenig später kontrollieren Simon Resch und Christian Plötz das nächste Auto. Beim Prüfen der Papiere fallen ihnen Unstimmigkeiten auf. So, dann hätten wir jetzt ein Erlöschen der Betriebserlaubnis.